willkommen mal wieder, oder ja, es ist ja mittlerweile Samstag und willkommen zu einem neuen Video zum Community-Server. So, ich habe eigentlich alle Leute gewitelistet, es ist gerade Freitagabend. Mit dabei ist der Max. Hallo! So, wir haben in unseren Server. Oh, ich sehe, hier ist er, okay. Es sind schon wieder 13 von 55 Spieler online. Und ja, die IP ist multi.multi-com.eu. Der Ping ist mit 42 Millisekunden relativ gut und ja, wir sind aktuell in der Gamma-Phase und natürlich, wir sind zurück. Und ja, dann schauen wir mal drauf. So, ich habe mir heute den Max mal dazu geholt, einfach damit. Und ich weiß nicht, was gerade los ist, aber wenn ich jetzt so ein bisschen rüber gucke, in Adobe Audition, wenn ich jetzt gerade einen Ton aufnehme, dann schlägt das ziemlich wenig aus. Na gut, vielleicht muss ich auch verstärken im Weg nachher. Gut. Also. Viele Leute, oder wirklich extrem viele Leute, fragen mich in letzter Zeit, wie geht dieses verdammte scheiß Jobsystem nochmal? Oder wie kann man in seinem Rang aufsteigen, den man ja unten im Chat zum Beispiel sieht? Zum Beispiel der Neuling CD2002 ist gerade gejoint. Ich glaube, Neuling ist der tiefste Rang, oder? Ja, also es gibt noch einen Default-Rang und einen No-Perms-Rang, aber No-Perms ist nur für die Leute, die es nicht verdient haben, gebannt zu werden, weil das zu gut für sie ist. Achso, okay. Gut, also, ich bin ja auch noch so einer von diesen unerfahrenen Leuten und deshalb würde ich gerne mal wissen, Max. Ich join auf den Server und möchte einen Job machen. Was muss ich dafür tun? Also es gibt verschiedene Jobs, zum Beispiel wenn man jetzt Jobs Browse eingibt, das ist das erste Plugin. Also slash Jobs Browse, oder? Ja, das sieht dann... Also ich werde alle wichtigen Commands jetzt nochmal unten einblenden lassen in der Titelleiste. Jobs Browse ist das erste Command, also, okay. Dann seht ihr Holzfäller, Miner, Bauarbeiter, Gräber, Farmer, Jäger, Schmied, Hexe und Enchanter. Und eigentlich kann man sich direkt denken, was die jeweils machen müssen. Der Miner baut ja, okay. Miner. Ich würde sagen, mal Holzfäller ist wahrscheinlich das Einfachste für den Anfang. Ja, denke ich mal. Okay, gut. Für mehr Informationen schreibe ich Jobs-Info. Okay, machen wir auch mal Jobs-Info und dann Holzfäller. Okay, gut. Jetzt stehen hier die Aufgaben, glaube ich, oder? Ja, da steht halt Break, Block, dann kriegt man dafür so und so viel. Also, dafür müsst ihr einfach den Command hier eingeben. Und genau, habe ich jetzt gerade gemacht. Also gut, wir sehen dann hier zum Beispiel, man kriegt 2 XP und 1 dieser Dollar für einen Block, oder? Ja, das stimmt so. Also pro Ding. Aber dann bei Septing steht aber minus 2 XP und minus. Ja, wenn man die halt breakt, also wenn man die zerstört, weil es sonst wieder den Bug gäbe, dass einige Leute Saplings platzieren, zerstören. Deswegen, Leute, passt auf, zerstört Saplings nicht unnötig. Ach so, okay. Gut, dann würde ich uns sagen, so joint ihr einen Job. /jobs/join. Holzfäller, gut. Okay, und jetzt was muss ich tun? Du kannst nun unter dem Command slash Jobs Stats sehen, dass du Level 1 bist und du levelst dich hoch, indem du jetzt zum Beispiel halt Holz abbaust oder damit baust, indem du Holzplanken abbaust. Ach so, jetzt bin ich sozusagen Holzfäller Level 1 und kann dann auch Holzfäller Level 2 werden irgendwie. Ja, und wenn du Holzfäller Level 10 bist, kriegst du einen Promote vom Neuling zum User. Und das kann man mit jedem Job machen. Mit ja. Jedem Job auf ein gewisses Level. Ja. Okay, gut, Leute, wir fahren mal ein bisschen Holz hier. Und übrigens, wem es dir auch aufgefallen ist, die ganzen Lags sind weg jetzt. Mittlerweile, was ja so schön ist. Es kann ab und zu mal ein bisschen lecken. Dann seid ihr nicht böse oder so. Kommt überhaupt nicht darauf an. Wir können mal kurz gucken. Slash TPS. Ist aktuell 16,5, was eigentlich eine total schlechte TPS ist. Ich weiß schon wieder warum. Es sind schon wieder 2931 Eier-Entities. Na gut. Da müssen wir vielleicht auch irgendwie. Also, Lags können eigentlich wirklich nur dadurch entstehen. Im Moment, wenn jemand eine krass übertrieben große Farm baut, wie eben zum Beispiel eine Hühnerfarm. Aber ansonsten ist das nicht weiter tragisch, denke ich mal. So, okay, wir gucken jetzt auch mal slash Job Stats und wir sind aktuell bei 24 von 100 XP. Okay, gut, ich würde jetzt Level 1 machen jetzt noch. Was wir aber noch fahren wollte, wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Holzfäller Level 5 bin und dann Miner Level 2 und bei einem anderen
noch Level 3, dann bin ich ja insgesamt auch 10 Level aufgestiegen. Steige ich dann auch im Rang auf? Nein, es geht darum, dass du in einem beliebigen Job, ist dir egal in welchem, da kannst du Level 10 erreichen und dann die anderen, die sind halt entweder um das Geld zu boosten oder wenn man halt besser mit denen vorankommt, dass man halt auch wirklich die dann als Hauptjob verwendet. Also es gibt halt einen Job wahrscheinlich, wo sich jemand hochlevelt, das wäre zum Beispiel dann bei mir der Miner-Job, da bin ich Level 34 und dann gibt's halt noch hier Level 13 Holzfäller und Level 2 Jäger. Und das sind halt diese Nebenjobs, womit ich mir ein kleines Einkommen halt verdiene. Achso, und pro 10 Level steigt man einen Rang auf? Nein, das Ganze steht bei /Jobinfo. Da steht, also zusammengeschrieben Jobinfo. Okay. Da steht nochmal die Info zu allen Rängen und so weiter. Okay, ich habe jetzt 94 von 100 XP. Ich würde sagen, das gucken wir nachher mal nach. Ja, was soll ich jetzt gerade noch fragen? Diese Dieser-Dollar, bekommt man die einfach so, wenn man jetzt irgendwie auch gar keinen Job ausgewählt hat? Wenn man keinen Job ausgewählt hat, bekommt man im Moment noch keine Dieser-Dollar, aber ich werde demnächst noch ein System machen, dass man halt fürs Online-Kommen einen kleinen Lebensunterhalt schon mal bekommt. Achso. So okay, Leute, wir haben gerade gesehen im Chat, dass ich in Holzfäller Level 2 so aufgestiegen bin. So, und jetzt mal gucken. Ich bin jetzt bei 17 von 125 XP. Okay, alles klar. Wie kann ich dann einen Job wieder leaven oder einen anderen beginnen? Dafür muss man, also um einen Job zu leaven, muss man einfach wieder /jobsleave. Und um einen weiteren zu joinen, muss man einfach nur genau den gleichen Join-Command wie vorhin eingeben. Okay, aber bleibt der Fortschritt erhalten, den man schon erreicht hat? Wenn man einen Job leaft, dann wird man tatsächlich gekündigt. Also dann geht der Fortschritt verloren. Deswegen solltet ihr echt gut überlegen, welche drei Jobs ihr auswählt. Achso, man kann drei auswählen. Ja, sonst könnte man ja Jobhopping machen. Also von Holzfäller kündigen, Miner joinen, Holzfäller Miner kündigen, Holzfäller. Achso, dann kann man immer maximal drei Jobs auf einmal gleichzeitig erledigen. Ja, wie man bei mir halt im Chat sieht, ich bin MHJ. Miner, Jäger, Holzfäller. Achso, jetzt okay. Und wenn ich jetzt mal schreiben würde, dann ist gut. Anarchid H, genau, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel Justin Blaze hier gerade schlage, dann seht ihr, you are in a no PvP area. Und das hat einfach folgenden Grund, Leute. Wir haben in der Stadt PvP ausgemacht, also einfach in einem gewissen Gebiet um die Stadt. Und das einfach, weil wir die ganze Zeit nur noch vollgespammt werden mit Leuten, die irgendwie schreiben, ey, ich wurde getötet von dem und dem und ich habe meine Sachen jetzt nicht mehr deshalb. Und ich habe mir einfach gedacht, oder ich habe mir gut überlegt, sollen wir Keep Inventory anmachen und einfach mal PvP aus. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann vielleicht auch mal Keep Inventory anmachen werden. Dafür wieder PvP ein. Denn es kackt mich persönlich und auch die ganzen Moderatoren einfach nur an, die ganze Zeit Leuten wieder die Items geben zu müssen und bla. Und deshalb haben wir jetzt PvP mal ausgemacht vorerst. Zumindest in meiner Stadt und etwas rundherum. Also eine relativ große Umgebung. Oder wie groß hast du das gemacht, Max? Ungefähr 50 Block um dein Dorf sollte PvP aus sein. Also, okay, das ist gut. 50 im Radius. Und aber ich kann einfach auch noch sagen, in der Upper Welt ist PvP an, oder? Oder ist er auch aus? Nein, da ist im Moment an, aber ich denke, wenn es da in der Upper Welt solche Spawn-Camper gibt, die einfach Kills farmen, dann werden die erstmal bestraft natürlich und dann zweitens werde ich auch eine kleine Spawn-Protection auf die Upper Welt draufhauen. Okay. Und ich möchte auch noch mal andeuten, ich werde das in den Regeln wahrscheinlich noch abändern oder jemand von Moderatoren wird das vielleicht noch abändern dann in den Regeln. Und auch ganz wichtig, falls ihr nicht sterben solltet oder ihr nur runterfallen solltet und dann eure Items verliert, dann ist es euch erlaubt, diese einzusammeln, auch wenn sie nicht euch gehören. Und ihr müsst sie nicht zurückgeben, weil, ja, im Prinzip hat der Spieler ja auch selbst Schuld, wenn er stirbt. Und deshalb machen wir es so. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel sterbe hier, mir ist es egal, wenn jemand meine Sachen nimmt, ist da ziemlich OP mein Stuff, aber ja, so können wir es am einfachsten regeln. Und wie gesagt, sonst könnt ihr immer noch in der Plot-Welt mit dem /Plot. So. Wenn es auch nicht passt, könnt ihr immer noch hier bauen, weil hier ist alles garantiert protected und hier ist auch garantiert alles sicher. Und ja. Ich möchte ja auch in der Plot-Welt kann man noch kurz sagen, wenn ich schon hier bin. Ich mache mal /Fly. Denn einige haben ja auch gefragt, wie kann ich noch einen Plot kaufen oder so, oder wie kann ich zwei Plots verbinden. So, und was ihr im Prinzip machen müsst, dafür geht einfach auf einen Plot, der noch nicht geclaimed ist, zum Beispiel auf diesen hier. So, und dann gebt einfach in den Chat ein /claim plot. Nee, /plot claim. Plot claim. Ah, egal. Hat funktioniert? /plot claim. Zack. So. Toll. Du
bist du? Achso, ich muss es zusammenschreiben, aber bin ich dumm. Nein. Jetzt bin ich wieder zum Spawn gekommen. So eigentlich. Ach so, das liegt an Dings. Das liegt daran, dass ich das Slash Plot, dass das für unseren Warp-Command verwendet wird. Ja, eben das genau. Wird gefixt. Das wird aber gefixt, Mann. Meine Lieben. Gut, okay. Also, Moment, dann mache ich jetzt hier mal ganz kurz. Slash. P-Claim. P-Claim. Zack, so, okay. This is not a valid subcommand. Did you mean Plot Clipboard? Hast du Claim so richtig geschrieben? I'm? Claim? Claim? Ah, ne, ich habe Clean geschrieben. Okay, genau. You successfully claimed the plot. Okay. Und das, der kostet jetzt 15.000 Dieseldollar. Das heißt, du kannst hier mal wegfliegen. So, und jetzt wieder hier rein. Dann sieht man auch, der gehört mir. Und bei Mutismo. Okay. Und der gehört jetzt mir. Und einige haben auch gefragt, wie man die Plots verbinden kann. Also zwei verschiedene. Wie geht das, Max? Das weiß ich nämlich nicht. Das funktioniert mit diesem Befehl hier. Und man muss dafür mindestens User 2 oder höher sein. Also mit, also quasi User-Rang haben. Achso, und das kostet dann wie viel dieser Dollar? Das kostet pro Plot, den man verbindet, glaube ich, nochmal das Doppelte vom Kaufpreis jemals. Und es wird halt noch ein paar Plot-Aktionen geben, wahrscheinlich, wenn wir jetzt in die nächste Phase übergehen oder irgendwas Wichtiges geschafft haben, wie zum Beispiel das Shop-System, dann werden wir das auch einfach machen. Und zwar müsst ihr nicht nur Slash Plots Merch eingeben, sondern ich setze mal eben hier dich zum Owner. Ihr müsst Slash Plot Slash P Merch und dann die Richtung, die ihr mergen wollt, falls euch ein Plot gehört. Achso, Moment, und das wäre jetzt die Richtung und ich setze. Ah, West, okay. Und dann muss ich Slash P Merch und dann West eingeben. Was das sagt er? Gar nichts. Äh. Ah, doch jetzt, Aha, you cannot afford to merge the plot, it costs 60.000 nach oben. Money, okay. Give. Das 60.000 sollten es eigentlich nicht sein, das werde ich noch natürlich beheben. Doch, das wird angezeigt. Na gut, kannst du noch ändern. Wie sehe ich eigentlich, wie viele Dieseldollar ich habe, außer beim Anmelden? Slash Money oder Slash Balance? Slash Money. Okay, ich habe 67.997 Dieseldollar und 40 Diesel. Okay, geil. Gut, dann mach ich nochmal Pre-Merge West. Plots have been merged. Aha, okay. So, und jetzt seht ihr auch, das ist mein Grundstück. Das gehört mir. Gut, ich denke, damit wird alles klar sein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Leute, stellt sie einfach am besten in die Kommentare. Und wie gesagt, der Server läuft jetzt wieder. Es gibt nur noch ganz minimale Lags, so gut wie gar keine eigentlich. Es gibt nur Lags, wenn ihr viele Entities oder irgend sowas unterwegs ist, sind oder ihr nur rumliegen. Und ansonsten würde ich auch sagen, hoffentlich sehen wir uns demnächst wieder im Livestream. Und ja, wer heute auch schon dabei war. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich auch sagen, ich muss ja die Farm gleich mal wieder anpflanzen. Und ansonsten, Anmelde-Link für den Server, wie man auf die Whitelist und so weiter kommt, ist in der Beschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, falls wir jetzt endlich mal ein paar Farmen dadurch auch geklärt haben. Und ja, wir sehen uns. Bye bye, Leute.